Moin moin Leute, was geht? Fabi für euch wieder am Start. Ja, was war um 19 Uhr los? Ich habe schon gedacht, langweiliger Freitag, ich weiß es nicht. Wollte mich schon auf die Couch chillen und auf einmal 5 Minuten nach 19 Uhr. SPCs, Aufgaben sind am Start. EA. Nice. Da war wohl der gute Praktikant wieder am Stissel. Egal, in diesem Video schauen wir uns die Aufgabe von Mbabu an. Wie können wir sie am schnellsten, am einfachsten, am effektivsten lösen. Tipps und Tricks zu den weiteren Aufgaben findet ihr in der Infobox, gerne mal abchecken. Und falls du neu auf dem Kanal bist und dir das ein bisschen zusagt, dann gerne ein kostenloses Abo auf Ehrenbruderbasis dalassen. Wir haben für den Kollegen 7 Tage Zeit, müssen alle Aufgaben in Rivals abschließen und was wir dafür genau machen müssen, schauen wir mal rein. Werde in 2 separaten Rivals-Partien mit Verteidiger zum Vorbereiter. Triff in 3 separaten Rivals-Partien mit Spielern mit mindestens 91 Tempo. Bereite in Rivals 10 Tore mit Bundesligaspielern vor und erziele bei 5 separaten Rivals-Siegen 1 Tor per angeschnittener Schuss mit Bundesligaspielern. Für diejenigen unter euch, die es noch nicht wissen, der angeschnittene Schuss geht mit der R1-Taste. An sich finde ich die Aufgaben jetzt nicht sonderlich schwer. Ich zeige euch jetzt mal, welche Spieler ihr dafür am besten usen könnt, dass ihr einfach alle Aufgaben gut abdeckt. Ich versuche ja bei meinen Teams nicht immer die Überspieler reinzuknallen, weil es gibt bestimmt viele unter euch, die wo sie sich einfach nicht leisten können. Falls ihr bessere Spieler habt, die wo die Kriterien erfüllen, used gerne die Leute. Zum Team an sich gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, die Aufgaben sind wirklich mega easy. Also wenn ihr ungefähr so baut, könnt ihr gut reinstarten. Was ich euch als Tipp geben würde, ist die erste Aufgabe Verteidiger-Vorbereiter. Ich würde so reinstarten und würde mir 2 Verteidiger einfach einwechseln. Das könnte dann so aussehen und so deckt ihr auf jeden Fall alle Aufgaben easy ab. Und genau das ist es ja, was wir wollen. Ich würde bei den eingewechselten Verteidiger für die Vorbereitung darauf achten, dass sie einen guten Kurzpasswert haben. Wie hier zum Beispiel der gute Kabak mit 90, auf jeden Fall stabil, ne? Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kurzen Video etwas weiterhelfen. Falls ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich bin raus für heute, Leute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.